Hallo liebe Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge Fallout New Vegas. Ja, wir befinden uns immer noch hier im Ultralux. Und ja, wir haben die letzte Aufgabe erfüllt Hallo. und haben den Sohn für diesen Vogel da zurückgebracht und der hat mal eben den Strip die komplette Nahrungsmittelzufuhr abgeschnitten, was sehr doof ist. Naja, aber was soll man machen? Ich werde jetzt nochmal mit Montima sprechen. Mal gucken, was der mir zu erzählen hat. Sie verräterische Schlange! Jemand so primitiven und ungehobeltem habe ich nichts zu sagen. Okay, der spricht nicht mehr mit mir, das ist aber auch nicht nett. Leben Sie. Dann werde ich nochmal die Trude da ansprechen, was sie zu sagen hat. Dim. Die ist bestimmt auch sauer auf mich. Willkommen im Ultralax. Ich hoffe inständig, dass es. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Ne, also hier gibt's auch nichts mehr zu erzählen. Ja, das war das Ultralux. Nächste Aufgabe wäre quasi mit dem Ja-Sager zu sprechen. Aber das wird noch nicht alles sein. So, wir gehen jetzt erstmal raus und dann gucken wir mal, was wir als nächstes angehen. Alle hopp. So, das waren hier alles. Ach, da kommen meine Waffen zurück. So, das waren ja alles noch angebrochene Quests vom relativen Anfang, die ich da hatte. Das ist ein DLC, das ist verbuggt. Es hat gar nicht wehgetan. Mit Corpus Starling sprechen. Andere Mitglieder der ersten Aufklärung. Hilfe für Betsy. Ach, da muss ich ja auch wieder mit den. Nee, habe ich keinen Bock drauf, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt noch reinkomme. Zum Ja-Sager. Zurückgehen? Nee. Martina Grosbeck finden. Nee, das will ich noch nicht machen. Das ist nämlich die Hauptstory. Das ist auch die Hauptstory. Das ist auch die Hauptstory. Haus töten, Sexbot rekrutieren. Rex wegbringen. Okay. Gelöst haben. Bruderschaft muss ich noch kennenlernen. Und die Großkarne muss ich noch kennenlernen. Okay. Bock. Mal gucken, dass wir das von der Liste kriegen. Komm, wir gucken mal, dass wir das von der Liste kriegen. Vielleicht schaffen wir das ja, ne? Okay, dafür muss ich einmal in die Weltkarte gehen und einmal zum Camp McCarran reisen. Dort bin ich ein gnädiger Verbrecher. Ich hoffe, die gehen nicht gleich auf mich los. Das wäre zu schade. So, hereinspaziert, der Dschungelplatz tobt. Sensationen, Attraktionen. So, das war ja auch ein ehemaliges Flugfeld. Also der schießt schon mal nicht auf mich, das ist gut. Ist das hier ein Flugfeld gewesen? Ja, ne? Ja. Ich glaube auch, das ist ein ehemaliger Flugplatz. So, Betsy. Helfen wir jetzt mal der guten alten Betsy. Wo ich ja eigentlich nichts mehr für die LNK machen wollte. Hallo. Aber ist es wenigstens erstmal vom Tisch. Howdy, heiße Starling. Erste Aufklärung. Hab sie noch nie gesehen. Wenn doch, wüsste ich das. Sie können sich an jeden erinnern, der hier vorbeikommt? Hab ein gutes Personengedächtnis, aber auch für Orientierungspunkte und sowas. Mach die Übung und wenn man viel die Gegend erkundet. Also nochmal zur Rekapitulation. Starling war, wenn ich das noch alles richtig im Kopf habe, weil es ist auch schon einiges her, ist ein Mitglied dieser ersten Aufklärung und ist irgendwie total durchgeknallt,
weil irgendwas in irgendeinem Ansatz total schief gegangen ist. Ihre Kollegen machen sich jetzt richtige Gedanken um sie und wollen sich helfen, nur sie lässt sich nicht helfen. Wir sollen jetzt dafür sorgen, dass sie gar keine andere Wahl hat, als sich helfen zu lassen, quasi, sozusagen. Und das geben wir jetzt mal im Angriff. Interessantes Gewehr, das sie da haben. Ein Repetierer, richtig? Ich nenne sie LaLange Carabine. Hatte nicht immer ein Zielfernrohr, das habe ich selbst dran gebaut. Ich schieß schon so lange mit ihr, da konnte ich sie nicht wegwerfen. Würde mich schuldig fühlen, wenn das alte Mädchen und ich uns trennen. Die anderen Scharfschützen setzen auf Zylinderverschlüsse, aber Gorobets meint, dass es egal ist, solange ich nur mein Ziel treffe. Dann ist gut. Gehörten Sie schon immer zur ersten Aufklärung? War mal ein Ranger, einer der ersten, die nach Osten geschickt wurden, bevor wir den Staudamm einnahmen. Aufklärung und Erkundung. Wir erstellten Karten, überprüften die Einheimischen und blieben unauffällig. Ein paar Freunde von mir haben den Staudamm das erste Mal erkundet. Das war schon 73, wenn ich mich nicht irre. Viele von diesen Rangern sind jetzt tot. Vegas hat schon immer Leute aufgefressen. Heutzutage ist das nur ein bisschen wörtlicher zu nehmen als früher. Warum haben Sie die Rangers denn verlassen? Tja, ich hatte keine echte Wahl. Wurde oben bei Mel Pay von Legionären geschnappt. Sie hatten ihren Spaß mit mir, haben meine Hände und Füße ganz schön in die Mangel genommen. Mit Pistolen konnte ich danach nicht mehr viel anfangen. Auch lange Erkundungsmärsche fielen aus. Sie konnten aus Malprise oder wie auch immer entkommen? Caesars Jungs dachten wohl, dass ich nirgendwo mehr hingehe, nachdem sie fertig mit mir waren. Also haben sie mich nicht gefesselt. Bin auf Ellbogen und Knien rausgekrochen. Was war das wohl für ein Anblick? Dann bin ich die Böschung des Colorado runtergerollt. Wollte lieber saufen, als Caesars Jungs die Befriedigung zu geben, mich zu töten. Aber ein paar Ranger lagen am anderen Flussufer in Stellung, sind reingesprungen und haben mich rausgezogen. Glücksfall, so nannten sie das. Oh ja, harter Junge, ey. Wie lange sind Sie schon hier stationiert? Werden bald 6 Monate, aber wir werden wohl bald verlegt. Darf dazu jedoch nichts sagen. Bis dahin bemannen wir die Türme und achten auf die Unholde. Wir hatten aus der Richtung schon mehr als genug Ärger. Okay. Das riecht für mich alles nach Caesar. Ist natürlich nur geraten, aber ich würde darauf wetten, dass er die Einheimischen gegen uns aufhetzt. Das könnte gut sein. Also ich würde es tun, ne? Okay, dann reden wir mal bei Betsy. Irgendeine Idee, wie man sie dazu kriegt, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen? Es ist bei ihr eine Frage des Stolzes und völlig unnötig. Schauen Sie mich an. Ich war Ranger Sterling, bis die Legion mich erwischt hat. Hätte ich meine Klappe gehalten, wäre ich entlassen und nach Hause geschickt worden. Aber ich habe gefragt, ob es noch einen Platz für mich gibt. Ich musste unter Rekruten zeigen, dass ich noch mit einer Waffe umgehen kann. Aber jetzt, erste Aufklärung und alles super. Sagen Sie Betsy das. Okay, na dann, auf Wiedersehen. Das ist mir immer ein Vergnügen. Passen Sie auf sich auf. Okay. Dann reden wir mal mit der guten Betsy. Was auch immer wir ihr da groß sagen sollen. Wahrscheinlich sollen wir ihr sagen, dass wir hinter ihr stehen. Dass die erste Aufklärung hinter ihr steht und dass sie verdammt nochmal Hilfe in Anspruch nehmen soll. So, Betsy, where you are? Talk to me. Ja. Ja. So, Betsy, der Rest der ersten Aufklärung ist der Meinung, dass sie zum Dr. Usagi wie auch immer gehen sollen. Das geht weder den Trupp noch Sie was an. Niemand hat das Recht, hinter meinem Rücken darüber zu sprechen. Pinksy sagt, dass sein Stottern sich dank Usagi gebessert hat. Er stottert weniger? Na, wenn er meint. Peak 10 ist ein guter Junge. Vielleicht sollte ich einmal auf ihn hören. Ich schätze mal, dass die anderen beiden Ähnliches zu sagen hatten. In Ordnung, betrachten Sie mich als überzeugt. Ich gehe zu Yusanagi. Sie könnten dem Lieutenant sagen, dass ich eingeknickt bin. Und danke. Gern. Wir werden es mit einem Date. Ich mag starke Frauen. Danke für die Hilfe mit Yusanagi und überhaupt. Aber ich mag meine Partner immer noch groß, blond und weiblich. Ja gut, das bin ich natürlich nicht. Jupp. Versuchen Sie nicht drauf zu gehen. Ja, ich gebe mein Bestes. Die Ranger-Veteranen aus Baja sind auf dem Weg hierher. Hab sie noch nie gesehen, aber sie sollen Blei fressen und Kugeln scheißen. Okay, das hört man in letzter Zeit öfter. Schön.
Hätten wir das auch von unserer Liste. Mehr wollte ich auch eigentlich gar nicht. Und dann werden wir uns jetzt mal die Suche nach Martina Groschreck widmen. Nur welchen Zusammenhang diese Quest jetzt mit irgendwelcher anderen Quest hat, habe ich überhaupt gar keinen Plan, liebe Freunde. Absolut gar nicht. Nordhof von Freeside soll sich die befinden. Das ist so ein Eintreiber-Ding, ne? Ich habe echt keinen blassen Schimmer. Absolut nicht. Ist ja Hammer. So, muss ich jetzt hier durch oder bin ich hier richtig? In die Lokale. Ich glaube, ich muss hier durch. Angeblich ist jemand ins Lucky 38 gegangen. Ja, das bin ich gewesen. So, dann gucken wir mal, wie geht's weiter. Okay, ab nach Freeside. Ich muss quasi wieder Richtung Strip. Oh, jetzt kommt wieder so ein Vogel auf mich zu. Oh, jetzt kriege ich wieder was geschenkt. Hey, helfen Sie nicht den Leuten hier in der Gegend? Manchmal. Der King meint, dass sie so weitermachen sollen und ich ihnen das hier geben soll. Das ist ja echt eine nette Gang. Und endlich kriege ich auch mal Geld dafür. Ein paar Kronkorken, das ist nett. Das ist wirklich sehr nett. Wenn man es kaufen kann, finden Sie es im Mick and Ralphs. Ja, das ist schön. So. Mick and Ralphs. Okay, wo muss ich jetzt hin? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, liebe Freunde. Weil jetzt führt mich der Textmarker ins... zum Vegas-Strip. Ja, warum hat er mich denn nicht gleich dahin geführt? Der liebe Textmarker. Waypoint-Marker, meine ich. Der liebe Textmarker vor allem. Jetzt laufe ich hier sinnlos geradeaus und, ja. Für nichts und wieder gar nichts. Danke dafür. Danke dafür. Muss ich schon wieder an den neuen Robotern vorbei und wieder durch das Tor und... Ach, Kerl, ist das ätzend. Kerl, ist das ätzend. So. Hallo, lieber Strippi. Ich wollte meine Waffe gar nicht ziehen. Ich habe nur gerade was weggeknibbelt vom... Muss ich jetzt auf die andere Seite oder was? Alter, ich gehe kaputt. Ich gehe echt kaputt. So, dann hier rein. Ey, was soll das? Naja, von nichts kommt nichts, ne? Also latschen wir den lieben weiten Weg hier lang. Schönen guten Tag, Reisender. Ich reise auch. So, ach, das ist die Trulla in dem... in der Vault. Okay. Sarah? Nee, Sarah ist es nicht. Schön, Sie wiederzusehen. Gern geschehen. Nö. Ich würde gerne über die World 21 sprechen. Na dann. Da habe ich jetzt keine Zeit für. Ich habe jetzt keine Zeit. Jetzt bin ich schon die ganze Zeit gelaufen und jetzt will ich nicht auch noch hier die ganze Zeit, dass man mich hier zulabert. Man hat da wieder gar nichts von den Folgen. Ich finde die Folgen sowieso momentan relativ durchwachsen, wenn ich ehrlich bin. Hallo. Also sind schon recht zäh und langwierig und überhaupt total irgendwie, gefühlt zumindest total unspannend. Aber ich denke, das wird sich gleich auch wieder irgendwann ändern. Oder später. Jetzt muss ich nur hier die gute
Das ist nicht Ihre Sache. Verschwinden Sie und vergessen Sie, dass Sie was gesehen haben. Ein Mörderschläger? Legion. Mit der Legion hat das was zu tun, okay. Gute Freunde, gehen Sie lieber, Sie haben voll gelogen. Diese Frau steht unter dem Schutz der Legion. Legen Sie sich nicht mit ihnen an. Legen Sie sich nur mit ihnen an. Trauen Sie sich. Scheiße! Schauen Sie, wir befolgen nur Befehle. Wir müssen das mit dem Boss besprechen. Leute, Ihr Boss ist tot. Gleich habe ich Glück. Ich kann es spüren. Vielen Dank. Die wollten mich töten. Okay. Sie hatten Glück. Beim nächsten Mal bin ich vielleicht nicht in der Nähe. Spannend sich den Dank. Also in der Nähe war ich ja auch nicht wirklich gerade. Ich komme drüber weg. Irgendwann. Und ist gut. Warum wollten die Gomorrah sie töten? Ich habe vielleicht ein paar Sachen im Gomorrah gehört, die ich an die RNK weitergegeben habe. Das war alles. Ehrlich. Wieso die RNK? Also sie arbeiten für die RNK. Dabei hat mich die Legion geschickt, um sie zu beschützen. Was? Ich spreche nur mit Captain Curtis drüben in McCarran. Ich würde nie für Sklaventreiber arbeiten, ehrlich. Sie sind also ein Spion? Nein. Naja, nicht wirklich. Ich lausche nicht an Türen oder schleiche herum. Die Leute tauschen sich offen aus und ich passe einfach nur gut auf. Aha. Die RMK hat gern ein Auge auf die Familien. Und sie zahlt mir gute Kronkorken dafür, dass ich in den Casinos herumhänge und die Ohren offen halte. Gefährliche Arbeit. Normalerweise nicht. Die RNK will nur, dass ich ein bisschen spiele und zuhöre. Mehr nicht. Sprechen wir mal was anderes. Okay. Was machen Sie hier? Ich helfe hier und da aus. Meistens räume ich für Sarah die Vault auf. Ich bin nach New Vegas gekommen, um professionelle Spielerin zu werden. Aha. Schade nur, dass das mit dem Professionellen nur bedingt klappt. Aber ich liebe das Zocken. Also bleibe ich auf dem Strip, bis sie mich rauswerfen. Okay. Ja, dann auf Wiedersehen. Tschüss. So, die große Preisfrage ist jetzt, schönes Bild übrigens, was hat das jetzt mit, ja, was will die Legion jetzt von ihr? Warum hat die Legion mich zu ihr geschickt? Und ich denke, das werden wir jetzt mal herausfinden gehen. Und zwar muss ich erstmal den Weg aus dieser scheiß Vault rausfinden. Wenn die Dinger nicht immer so verwinkelt werden. Ah. Das sieht doch schon fast gut aus. Ja, meine Nase wird wieder langsam zu. Also momentan ist das echt grausam mit meiner Erkältung. Es wird besser und es wird gleich wieder schlechter. Und es kommt gleich wieder eine neue Erkältung. Also momentan nehme ich, glaube ich, so alles mit, was ich kriegen kann. Wenn ich das letzte Mal richtig frei durchgeatmet habe, das weiß ich schon gar nicht mehr. Ist schon echt ärgerlich. Naja. Momentan läuft und läuft und läuft die Nase nur so vor sich hin. So. Ja, nee. Den Weg nehme ich nicht schon wieder zurück. Ich werde mich jetzt einfach mal flugs. Boah, Kerl. Flugs hier bewegen. Zum Fort. Per Schnellreise. Und dann mal hören, was es damit auf sich hatte, dass ich weiß, dass sie in Sicherheit ist. Auf Befehl Caesars müssen alle Besucher ihre Waffen und verbotenen Gegenstände abgeben. Ach, leck mich am Arsch. Sie erhalten... Ave, Caesar treu ergeben. Versteckte Waffen gebe ich nicht zurück. So, jetzt haben wir wieder hier... Wandern ist das Müllers Lust. Jetzt müssen wir wieder einen ganzen Weg da hochwandern. Wir befinden uns hier in Caesars Lager. Eine Fraktion, mit der ich momentan verbündet bin. Er übt hier, er trainiert hier Treppenlaufen. Es ist eine sehr harte Übung. Kollege, du solltest auch die Treppen dann nehmen. Ich abseits der Wege rennen. Es ist noch ein Kind. Hey! Dieses Kind ist schon in der Rüstung eines Legionärs. So, wir sind weiter geradeaus. Erst einmal hier vorbei, glaube ich. Wir müssen oben ins Zelt.
so wie es ausschaut. Dann werden wir mal oben ins Zelt gehen. Ein Pastler. So, jetzt sind wir hier. Haben heute in dieser Folge viel gelaufen. Und die Quest beenden werden wir dann in der nächsten Folge. Ja, also, ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und ich hoffe, dass es beim nächsten Mal auch wieder ein bisschen spannender wird. Aber das sage ich ja auch schon seit drei Wochen. Seit drei Folgen. Ich drücke trotzdem die Daumen und hoffe Bestes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.